So, und da sind wir wieder zurück bei Let's Play Minecraft. Wie komme ich auf den Scheiß an? Bei Zelda sind wir wieder. Minecraft ist irgendwie so verinnerlicht. Ich bin verdacht, ab in Dächen aller Tuckelzuchtendig. Doch meine Nache schicht zu. Meine Nase ist zu. Mein Echen ist ungenießbar geworden. Sein Essen ist ungenießbar geworden. Mein Huber-Geruch macht meine Nache wieder frei. Okay, meint ihr die Duftkerne? Die heißen ja schließlich schon so. Und das sind jetzt die Lianen nach oben, die wir in der Vergangenheit gesetzt haben. Dankeschön. Da sind jetzt Palmen gewachsen. Kraftreif. Was? Hier werden wir eh nicht mehr zurückkommen, oder? Eigentlich theoretisch nicht. Mal schauen, egal. Es bringt uns eh nichts sonst. So, ein bisschen beschleunigen. Oh, hey du da, hör mir mal zu, es dauert sehr lange, bis ein Baum ausgewachsen ist. Schön für dich. Das gleiche gilt für die Ranken, die du gerade heruntergeklettert bist, bla bla bla. Okay, hier war vorher Wasser und da ist der Dungeon. Okay. Okay. Schau da. Wie kommen wir aber dahin? Du erhältst Duftkerne. Hier hochlocken Monster, öffne dein Saatbeutel, bla bla bla. So. Wir geben diesem Typ. Hä? Der nix riecht. Was ist da eigentlich noch drin? Okay, die Hühner leben immer noch seit 200 Jahren. So, muss ich denn jetzt einfach damit anklicken, oder? Ja. Dann halt, nicht. Und so. Boah. Das wissen wir doch. So, gehen wir wieder hier hoch. Holen wir noch mal ein paar Duftkerne. Weil wir müssen ja unsere Schaufel wieder bekommen. So. Und Zeitreise und wieder in die dunkle Vergangenheit wieder zurück. Ja. So, einen Reif kaufen wir jetzt hier für Duftkerne. Dankeschön. Gut, all mein Hab und Gut habe ich wieder. Ja, dann können wir jetzt wieder zurück. Wollen wir die Herumgetauscherei mit den Items. Oh, bohren erstmal. Eine Fee! So. Wieder tauschen auf das. So, dankeschön. Und wieder hier durch und dann müssen wir gleich zu diesem einen Portal kommen. Ich glaube, da war nämlich zumindest noch eins. Ja, hier ist auch irgendwas Geheimes noch. So. Schaufel.
Geld. Fee. Geld. Geld. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir hinkommen. Sicherlich zu dem Tempel. So. Jetzt gucken wir erstmal hier entlang. Da ist der Höhleneingang. Ach. Da ist nur eine Fee. Das ist mal standardmäßig das hier los. Boah. Portal. Da geht's aber nicht zurück, weil das da der Anfang war. Ich glaub, das ist der Dungeon. Level 3 Mondscheingrotte. Da sind wieder die Augen, die uns angucken. So, Krankenkörper. Vorsicht, sagen wir mal hier, das Zimmer. So. Und wo können wir da schon entlang? Ach Gott. Ich glaube, die kann man nur mit Bomben kaputt machen. Ah, okay. Tatsache. Und eine Kiste. Karte? Okay, sauber. Oh Mann. Oh, ja, ich weiß, dass man so aufbrechen kann. Rüsten wir mal ein Schild aus. Sicher ist natürlich sicher. Wir rüsten jetzt immer das Schild aus, wenn wir nichts anderes gerade brauchen. Stimmen wir mal den Kristall. Oh! Ein lautes Geräusch dringt aus der Ferne an. Ganz so, als ob sich etwas losgelöst hätte. Okay. Ist da noch ein Secret? Nein. Okay. Bomben brauchen wir. Wie es aussieht. Okay, das muss runter, dann können wir das kaputt machen. Warum macht die Bombe eigentlich nicht den Kristall kaputt? Hm. Okay, zweiten Kristall zerstört. Bla bla bla, das Text haben wir schon mal gehört. So. Schauen, was. War da oben noch was? Oh, ich Idiot! Das können wir alles nochmal machen. Hier, da ist doch schon so ein Kistendings. Oh, Mann. Keine Bombe. Vielleicht hier unten. Nein, natürlich nicht. Da komme ich auch drauf. So. Hoch mit dir. Noch eins.
So, Kiste. Oder Schlüssel, dankeschön. Und wieder runter. Und jetzt können wir die Tür da im zweiten Raum öffnen. Also die hier daneben. Mal wieder Schild ölen. Okay. Ich hasse die Vasen. Gehen wir erstmal hier runter. Okay, hier geht's nicht weiter. Ich denke, das Ding müssen wir auch wieder mit einer Bombe kaputt machen. Irgendwie habe ich so wenig Bomben. Warum mache ich es mit der Bombe kaputt? Okay, wir müssen das von unten kaputt machen. Dankeschön. Noch ein Kristall. Okay. Mal sehen, wie viele wir kaputt machen müssen. Diesmal braucht es 2 Schläge. Ah, das hätten wir nicht kaputt machen müssen. Es sieht aus, dass wir das aktivieren müssen. Und dann kaputt. Okay, dann können wir nicht kaputt machen. Aber so. Kompass gefunden. Gut. So. Ich denke mal, das musste. Ja, richtig. Hier wieder runter. Der 8 ist der Anfang wieder. Gut. Ach, fickt euch da. So, wenn wir jetzt hier runter gehen und dann nochmal von der Seite kommen, müssen wir nach oben kommen. Ja. Jo, hat funktioniert. Oh nö, ich hasse die Dinge. Weil die haben immer Schildklauen. So. Ach, die ging ja nicht mit der Bombe kaputt. Ja, aber wie komme ich da dann hin? Habe ich da noch irgendein Dungeon-Item? Wer weiß, wer weiß. Einen Schlüssel habe ich aber. Gehen wir erstmal hier entlang. Ja, hier ist nämlich irgendwas. So, Schlüssel. Wir haben 2 Schlüssel jetzt sogar. Okay. Dann wieder alle Bomben. Und ab nach oben geht's. Oh, ich hasse... Ja, das ist es. Oh, ich hasse es.
Da steht er einfach nur. Boah, ich dachte, jetzt kann ich vorspulen. Dieses Rätsel. Wobei es gar kein Rätsel ist, es ist einfach nur hinstehen und Scheiß schlagen. Boah. Du machst das nicht. So. Wo geht's jetzt hin? Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, denn ich sehe, die Zeit ist schon wieder vorbei. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.